Der Berliner Künstler Fritz Ascher soll Ludwig van Beethovens Musik gehört haben, während er malte. In monumentalen Ölgemälden, Bleistiftzeichnungen und Gedichten setzt er sich sein Leben lang immer wieder künstlerisch mit dem Komponisten auseinander. Warum aber wählte er Beethoven aus und nicht Mozart oder Bach? Wer war Beethoven und was charakterisiert seine Musik? Ich begrüße den Musikwissenschaftler Matthias Henke, der von 2008 bis 2019 Professor für historische Musikwissenschaft an der Universität Siegen war, seit 2013 auch Forschungsprofessor der Donau-Universität Krems. Er ist im wissenschaftlichen Beirat der Kurt-Weill-Gesellschaft Dessau und der Ernst-Krenek-Institut Privatstiftung Krems. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Musik der österreichischen Moderne. Gegenwärtig leitet Henke in Kooperation mit dem Archiv der Zeitgenossen in Krems ein Projekt, das unter dem Arbeitstitel Friedrich Zerha Online ein themenorientierte Werkschau des Komponisten zum Ziel hat. Seine jüngeren Publikationen sind Schönheit und Verfall, Beziehungen zwischen Thomas Mann und Ernst Krenek in 2015, Mechanismen der Macht, Friedrich Zerha und sein musikdramatisches Werk 2015, gemeinsam mit Francesca Vidal, Tonspurensuche, Ernst Bloch und die Musik 2016, gemeinsam mit Hans-Ulrich Weidemann, die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Josef Haydn in 2017. Wissen Sie noch, wer ich bin? Die Musikmäzenin Emmy Rubensohn in 2018. Zeitgenossenschaft Ernst Krenek und Kurt Weill im Netzwerk der Moderne in 2019. Und eine Ernst Kreneks Novelle Die drei Mäntel des Anton K. in diesem Jahr. Und auch in diesem Jahr ist anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven Anfang des Jahres die Biografie Beethoven, Akkord der Welt, im Münchner Karl-Hanser-Verlag veröffentlicht worden. Guten Tag, Herr Matthias Henke. Wir gehen gleich mal am besten in das Thema rein. Was war für dich die größte Überraschung in der Beschäftigung mit Beethoven? Ja, es gab eine ganze Menge Überraschungen, kann ich sagen. Aber eine war zum Beispiel auch, dass er eigentlich nie ganz taub geworden ist. Also es wird immer so schnell dargestellt. Aber es war eine progressive Ertauung, aber er war nie, zu keinem Zeitpunkt völlig taub. Also er musste sich etwa ab 1817 der sogenannten Konversationshefte bedienen. Das waren Hefte, in denen seine Gesprächspartner ihre Fragen und ihre Anmerkungen eintrugen. Die konnte er dann lesen, aber er hat sich dann weiterhin mit ihnen unterhalten können. Und das ging einfach mal etwas in einer Erleichterung. Aber man konnte auch noch mit ihm sprechen, musste man dann natürlich eine entsprechende Lautstärke vorlegen. Das war für die Beteiligten anstrengend. Und dann ist natürlich die Rezeptionsgeschichte, also wie stark Beethoven noch in unserem Alltag verankert ist, also in der Werbung, in Videospielen, in Filmen. Also es gibt Dutzende von Beethoven-Filmen, in denen er im Zentrum steht, komischerweise wenig aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 in Deutschland. Wenn ich das kurz erläutern darf, das kann auch mit dem Äußeren von Beethoven zusammenhängen, weil er ja so wülstige Lippen hatte und krause Haare und das passte nicht in das Konzept der Nazis. Und ich vermute, das ist so ein Grund, weshalb man ihn nicht auf die Leinwand gebannt hat. Das ist sehr interessant. War denn überhaupt seine, du hast jetzt so ein bisschen seine physische Präsenz beschrieben. Wie war seine Persönlichkeit? Ja, das war eigentlich auch eine Überraschung, das in der Intensität noch mal einmal zu erfahren, weil sie ungeheuer reich ist, weit gespannt. Also er konnte brutal sein, also schimpfen, Menschen beschimpfen wirklich, wo man sich fremdschämt. Heute noch für ihn, ja, aber er konnte auch, war ungeheuer zart auf der anderen Seite. Also diese beiden Pole, also das bis zum Zerreißen gespannt, könnte man sagen, auf das Intellektuelle übertragen, könnte man
es ebenso bezeichnen, dass er Kant rezipiert hat, ja, und antike Denker sehr gut verstanden hat. Er hatte auch eine Ausbildung, eine altsprachliche, humanistische Bildung, kann man sagen. Und er hat sich dafür auch sehr interessiert. Das war nicht modische Attitüde oder so, sondern inneres Interesse. Auf der anderen Seite konnte er sehr albern sein. Ja, also es gibt Briefe, wo er wo er so rumflaxt. Und auch das ist manchmal so, ja, wirklich sehr, sehr albern. Hat er denn immer vorgehabt, Komponist zu werden? Oder wie war da seine Familiendisposition? Hat er eine klassische Erziehung bekommen, zu der die Musik dazugehörte? Oder wie war das Elternhaus? Das Elternhaus war hochmusikalisch. Der Großvater von ihm war der Leiter der Hofmusik in Bonn, eine Residenz. Und sein Vater war Tenorsänger an der Residenz, also in der Hofkapelle. Also ihm war der Weg eigentlich vorgezeichnet. Und das bedingt natürlich auch, dass er die beste Ausbildung hatte, die man sich eigentlich denken kann, denn das war sehr hochkarätig. Also heute denkt man vielleicht, Bonn ist eine kleine Stadt, aber das hatte eine sehr bedeutende Kapelle mit tollen Musikern. Dafür sorgte der Kurfürst Maximilian, der ein Bruder von Kaiser Joseph II. War. Und dadurch gab es auch so eine Achse Wien-Bonn. Ja, und der Kurfürst war ein großer Liebhaber von Haydn und Mozart, hatte eine riesige Bibliothek, also die ist aufgearbeitet mit 2500 Exemplaren Partituren. Das war für die damalige Zeit enorm viel und immer das Neueste. Also Beethoven, also es gibt die Fama, das ist auch etwas, was mich überrascht hat, wie stark dieses Gerücht ist, dass Beethoven ja erst in Wien zum Komponisten geworden ist. Das ist natürlich Unsinn. Der ging als fertiger Komponist nach Wien und hat da natürlich noch Entwicklungen durchgemacht, aber er war eigentlich ein professionell ausgestatteter Komponist schon in seinen ersten Jahren in Wien. Und das heißt, das schließt gleich meine nächste Frage an. Wie hat er sich als Musiker entwickelt? Das heißt, war er ein Wunderkind eben durch diese privilegierte Erziehung oder wie hat sich das für ihn entwickelt, dass er dann auch im Prinzip so prominent werden konnte? Oder ist er nicht prominent während seiner Lebenszeit geworden? Ja, er ist sehr überaus prominent schon zu seinen Lebzeiten gewesen. Er wurde auch früh gefördert, also finanziell von Kinski oder Lobkowitz, also Wiener Adligen, Hochadligen. Also er konnte sich da in dem Punkt gar nicht beschweren. Er hat sogar 1809 war es, glaube ich, eine Rente ausgezahlt bekommen, zu der sich Wiener Musikfreunde zusammengefunden hatten. Er sollte nämlich abgeworben werden aus Wien, und zwar nach Kassel. Dort residierte der Bruder von Napoleon, Jerome. Und da man nicht wollte, dass Beethoven ausgerechnet zum Erzfeind überläuft, hat man ihn versucht, in Wien zu halten. Und das ist eigentlich auch ein Novum, wo man eigentlich sagt, ja, das ist so eine Kapazität, Beethoven, dass der unserer Stadt zu Ehre gereicht. Da gibt es eine entsprechende Publikation, wo das ganz deutlich gesagt wird. Okay. Und das Bewusstsein im Grunde genommen, dass man sagt, wir wollen diesen Komponisten in unserer Stadt behalten. Das gereicht unserer Stadt zu Ehre. Ja. Aber seine professionelle Laufbahn hat er dann eigentlich wirklich erst in Wien gestartet. Ist das richtig? Ja, ich meine, er ist ja als ganz junger Mann nach Wien gekommen, also eigentlich erst nach einem kurzen Intermezzo, eigentlich erst 1792. Und die Laufbahn hat ja auch zweigeteilt begonnen, könnte man sagen. Also er war ein sehr, sehr tüchtiger Pianist. Also man hat ihn angehimmelt in den Wiener Salons. Also es gibt Berichte, wo adlige Damen vor ihm gekniet haben und ihn gebeten haben, dass er ja seine Kunst vorführt. Das hatte etwas Magisches, muss man sich vorstellen. Und Beethoven, da zeichnet sich schon so ein bisschen sein widerspenstiger Charakter ab. Der hat das gelegentlich auch verweigert. Und es gibt so Berichte, wo eine Fürstin irgendwo auf den Knien vor ihm gelegen hat, aber er hatte gesagt nein. Also er hatte immer Schwierigkeiten, wenn er so in eine Situation kam, wo er sich als Lakai fühlte. Also er wollte gleich behandelt werden, auf Augenhöhe behandelt werden. Da hatte er schon früh einen gewissen Stolz, der auch berechtigt war, muss man sagen. Und ja, die zweigeteilte Karriere besteht eben darin, dass er
auch Komponist war. Und allmählich, als seine Taubung Fortschritt hat, musste er seine Idee vom Klavierspielen zu leben aufgeben. Das blendet er so langsam aus. Und in dem Moment wird für ihn das Komponistendasein auch existenzieller und verbindet das mit einem sehr hohen ethischen Anspruch, den vielleicht der für Generationen, folgende Generationen, vorbildhaft war. Nehmen wir mal an, Schönberg. Da hat sich an diesem kompositorischen Ethos, dass man keine Note rauslassen darf, die nicht überlegt und gefühlt ist. Das ist ganz wichtig. Das kommt mit Beethoven wirklich, wird das zum, ja, eigentlich zur Pflicht der Komponisten. Jedenfalls der wichtigen. Und wie würdest du die Musik Beethovens charakterisieren? Also was beschreiben? Ich nenne mal eines meiner Lieblingswerke. Das ist ein Liederzyklus an die ferne Geliebte. Und da haben wir auch wieder, entlarvt er sich als oder outet sich als ein Melodiker ersten Ranges. Das ist eine ganz zarte Melodik mit wunderbaren Bewegungsmustern. Da heißt es im Text manchmal von den Vögeln in den Höhlen und den Schwalben. Und man merkt, dass er auch ein Naturbeobachter war. Denn ich denke, solche Bewegungsmuster einzufangen, adäquat, ohne in eine billige Tonmalerei zu fallen, das kann nur jemand schaffen, der auch eine gewisse Affinität dazu hat. Ja, also etwas ganz Zartes. Im Widerspruch dazu steht das Autograf dieses Liederzyklus. Da merkt man, wie Beethoven geackert hat, um diese Leichtigkeit zu erzielen. Denn das Autograf hat manchmal Seiten, wo man kaum etwas sehen kann. Also da hat er manche Noten mit Kraft 4, 5 Mal, 6, 7 Mal die einzelne Note durchstrichen, ja, und dann eine neue hingesetzt. Also das ist auch wieder, ja, dieses Widersprüchliche in seinem Charakter, auf das ich von am Anfang schon hingewiesen habe. Und andererseits gibt es eben so, ich nenne mal wieder, nennen wir mal die dritte Sinfonie, Eroica, wo er mit einer körperlichen Präsenz rangeht. Im ersten Satz gibt es Sforzati, Orchesterschläge, die wirklich unter die Haut gehen und die Menschen auch mitgerissen haben. Also eine große Körperlichkeit in der Musik, also die, sagen wir, die Emanzipation der Rhythmik, könnte man sagen. Denn die war vorher nicht so. Ja, natürlich gab es natürlich auch Rhythmik und auch rhythmische Raffinessen, aber dass es so körperlich wurde und so massiv, das ist wohl erst mit Beethoven der Fall. Das heißt, die Körperlichkeit, das würde ich wahrscheinlich einfach als die als Musik Liebhaberin, aber ohne viel darüber zu kennen, würde ich da auf die unglaubliche Lautstärke seiner Musik, die seine Musik manchmal erreicht, irgendwie dieses Bombastische und wie du auch gesagt hast, Mitreißende, ist ja zum Beispiel aus der Musik Mozarts oder auch Bachs irgendwie das überhaupt nicht bekannt. Das ist eigentlich ja doch vermutlich so, wenn ich dich richtig verstehe, dass Beethoven der Erste, der diese die ganze Spannbreite eben zwischen den zarten Tönen und diesen bombastischen Ausbrüchen irgendwie abdeckt. Ja, ich meine, man muss auch bedenken, dass das Orchester ja größer geworden ist. Also Bach hatte seine brandenburgischen Konzerte, als er sie komponierte, hatte er 17 Musiker zur Verfügung. Mhm. Ja, also eine kleine Besetzung, das wächst bei Beethoven zwischen 60 und 70 schon an. Und dann waren in Wien, man glaubt es kaum, ist vielleicht auch eine Überraschung, es gab eigentlich keinen Konzertsaal in Wien der Beethoven-Zeit. Es gab Theater, wo musiziert wurde, oder eben die Salons in den Stadtpalais des Adels. Und da gibt es Messungen, also die hat ein Musikwissenschaftler und Physiker angestellt. Also der hat die Pegel gemessen. Und das ist enorm, was da an Lautstärken erreicht wurden. Also da ist mir ein Satz in Erinnerung, dass wenn man diese Lautstärke simulieren wollte in der Berliner Philharmonie, müssten 1000 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen.
So laut war das, weil das so relativ kleine Räume waren. Und dann, die hat man vermessen, diese Räume, zum Teil Palais Lobkowitz, es existiert ja noch. Und dann hat man eben geguckt, wie waren die Musiker postiert, wie stark waren sie besetzt und so weiter. Und das kann man so einigermaßen, also tendenziell berechnen. Mir kommt es auch nicht darauf an, ob es 1000 Musiker in der Berliner Philharmonie nötig hat oder 800. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also, und diese Kraft, das war erschütternd auch für die Hörer und Wien. Gleichzeitig hat es ein Zusammengefühl, Zusammengehörigkeit bewirkt. Ja, wie bei großen Rockkonzerten heute auch, denke ich, wo Lautstärke auch so etwas Verbindendes schafft. Und das war ja eine Gesellschaft, die sich erst neu finden musste in Wien. Also der Adel schwankte, sag ich mal so, musste Privilegien abgeben. Es zeichnete sich der Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft ab. Gleichzeitig war Wien von außen bedroht. Und deswegen waren solche Gemeinschaftserlebnisse, das Raumstiftende, das Vereinende von Beethovens Musik ist ein wichtiger Aspekt, der gerade für seine Zeitgenossen und die Wiener wichtig war. Mhm. Und es ist ja interessant, dass Beethovens Musik auch oft in so Krisenzeiten aufgeführt wird. Nicht die 9. ist so ein Klassiker, zum Beispiel nicht bei internationalen Festen, sag ich mal so, wenn Gedenktage sind oder ja, das mal wieder aufleuchten soll, das utopische Moment der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, müssen wir heute sagen. Wurde das auch damals bei den Uraufführungen so gesehen vom Publikum und so verstanden oder gab es da eher eine Irritation? Ja, beides natürlich, aber es gab natürlich auch die Leute, die ihn gestützt haben, die haben das schon erkannt, dass Beethoven für einen bestimmten sozialen Raum komponierte. Und aber es gab natürlich auch Gegner, muss man sagen, die das Neue nicht erkannt haben. Diese Gegnerschaft zieht sich meistens auf das Spätwerk. Mhm. Ja. Also auf die letzten Jahre von Beethoven, dazu gehören späte Streichquartette und zum Beispiel und Klaviersonaten und da hat man den perfiden Gedanken gehabt, dass man das auf seine Taubheit geschoben hat, ja, der kann nicht mehr hören, also kann nur jemand schreiben, der krank ist, ja. Und das ist eine ganz fiese Struktur, die sich ja bis ins 20. Jahrhundert hineinzieht, diese Argumentation, wobei natürlich, wer so etwas schreibt, der hat keine Ahnung vom Komponieren, denn Beethoven konnte diese Klänge ja noch erinnern. Er war ja Musiker, hatte sie ja in sich. Er war Hörorgan. Ja, der ganze Mensch war Hörorgan. Mhm. Ja, und deswegen ist es eine leichte Übung. Also das würde ja bedeuten, wenn man einem Komponisten oder einer Komponistin Watte in die Ohren stopft, dass sie dann nicht mehr komponieren können. Also man merkt, wie albern das ist. Aber natürlich erstmal schlagend. Und für viele war das so eine Möglichkeit, sich gegen diese vielleicht auch Klänge zu wehren, die ja auch erschreckten. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben die Menschen auch erschreckt. Ja. Wie später 100 Jahre Schönberg oder Anton Weber. Ja. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn du von der Überwältigungskraft und dem utopischen Moment der Musik Beethovens sprichst, inwieweit die Rezeption seiner Musik im beginnenden 20. Jahrhundert war. Wie wurde, das erscheint mir so, als ob das eigentlich doch sehr gut seine Musik sehr gut in die politische und soziale Situation gepasst hätte. Ist das richtig? Ja, sagen wir mal, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also sagen wir mal vor dem Ersten Weltkrieg, ist ja noch der Geniekult eine ganz wichtige Sache. Und der Geniekult hat natürlich zwei Seiten. Einerseits gibt es eben die Beethovenpflege in Bonn, die erstarkt. Das wird von Bürgern getragen. Ja, da haben wir auch wieder dieses Gefühl, die wollen Beethoven in die Stadt holen. Das ist ja auch ganz ehrenhaft. Aber es gibt eben auch zum Beispiel dieses Denkmal von Max Klinger in Leipzig, dieses berühmte Beethoven-Denkmal mit so Polychrom, mit verschiedenfarbigem Marmor, wo Beethoven ja gottgleich dargestellt wird.
Und das ist so am ausklingenden 19. Jahrhundert die Sicht. Das 20. Jahrhundert wehrt sich natürlich dagegen, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich denke an Maurizio Kagel mit seinem Ludwig van Film, nicht, der das sehr spöttisch, also diesen Beethoven-Kult sieht. Aber in den 20er Jahren gibt es dann ganz verschiedene Richtungen. Also einerseits versucht man, Beethoven für die Gegenwart zu gewinnen. Also nach den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges, muss man ja sagen, die vielleicht noch stärker waren irgendwie. Ja, beim Zweiten Weltkrieg hatte man schon den Ersten Weltkrieg erlebt, sag ich mal so. Das war die Grauen des Ersten Weltkrieges, konnten sich viele, also das hatte man gar nicht auf dem Schirm. Das war gar nicht denkbar vorher gewesen. Und da versuchte man natürlich, das Prinzip Hoffnung in Beethoven zu entdecken, das sowohl in der Instrumentalmusik bei ihm eine Rolle spielt, als auch natürlich in seiner einzigen Oper Fidelio. Da geht es ja auch um Erlösung, ja, und um durch den Kampf zum Licht. Ja, und das ist eine wichtige Metapher bei Beethoven, die man auch in der Eroica findet, wo am Ende, das im letzten Satz, ich sage es mal ganz einfach, ohne analytisch zu werden, da gibt es eine Melodie, die da-di-da-dam, da-di-da-dam, das ist ein Kontratanz, also da der letzte Satz, da ist dem Bürgertum das Wort übergeben, weil der Kontradanz ein bürgerlicher Tanz ist, im Gegensatz zum Menuett. Das ist ein höfischer Tanz, das hätte Beethoven nicht als letzten Satz genommen. Aha. Das ist ja interessant. Ja. Ja, und das ist natürlich da setzt man dann an. Und dann wird Beethoven ganz wichtig für dieses Sieghafte, für diese Pose auch. Die wird wichtig in der sowjetischen Sinfonik. Also Namen wie Schostakowitsch, Prokofjew, nicht, die partizieren davon. Und das lässt sich gut in die kommunistische Ideologie integrieren. Nicht durch den Kampf zum Sieg. Nicht, und ist eine Technik, die nennt man übrigens die Apotheose des Themas. Also wenn das Thema am Ende dann nochmal so in bestrahlt wird, in Breitleinwand gezeigt wird, um es visuell zu sagen, dann dann spricht man von Apotheose. Das ist auch eine Technik, die Beethoven eingeführt hat und die vorbildhaft war gerade für die Sowjetunion. Mhm. Und wie sieht das innerhalb von Deutschland aus? In Deutschland ist es, da gibt es natürlich eben auch das Jahr 1827, also 1927 besser gesagt, also da wird das 100. Todestag gedacht von Beethoven. Und da gibt es zum Beispiel einen Aufsatz von Hans Eisler, ja, der Beethoven für die Arbeiterbewegung vereinnahmen will quasi. Also Beethoven ist einer von uns, wir lassen uns den nicht nehmen. Und auf keinen Fall ist es ein Bourgeois und der stellt dann ihn so als Revolutionär dar, wobei das eigentlich aus heutiger Sicht zu wenig differenziert ist. Ja. Mhm. Ja. Also weil Beethoven, wie soll ich sagen, also er wollte eigentlich einen Adel, den man, ja, einen Adel des Herzens, einen Adel der ethischen Haltung haben, den konnte man auch als Adeliger haben. Ja, das hatte dem nicht abgesprochen. Ja, aber wenn ein Mensch wie er eben ein bestimmtes Ethos an den Tag legt und eine bestimmte Leistung, können wir auch sagen, dann wollte er gleichrangig behandelt werden. Nicht? Aber er hat nicht an die Guillotine gedacht. Und er hat ja auch immer aktiert mit dem Adel und von ihm auch gelebt. Mhm. Das ist dann schon. Aber nichtsdestotrotz, in den 20er Jahren ist eben Beethoven angesagt, auch noch. Ich meine, wir haben ja nicht nur Spätromantik, Expressionismus, wird der Schalter ja nicht plötzlich umgelegt. Es gibt ja verschiedene Strömungen, die nebeneinander laufen. Irgendwann bricht das dann ab, der Geniekult mit der neuen Sachlichkeit. Nicht? 1925 wird das Bauhaus von Weimar nach Dessau verlegt. Dort wird dann auf einmal Bach vielleicht der Guru, ja, weil man das Konstruktivistische an Bach liebt, ja, also Paul Klee oder Lionel Feininger. In 1925 geht Schönberg nach Berlin, übernimmt dort eine Meisterklasse. Dann haben wir diese Ausstellung Neue Sachlichkeit in Mannheim. Also da ist so ein Paradigmenwechsel. Und trotzdem bleibt eben der Expressionismus bestehen. Es gibt Debatten, ob der noch zeitgemäß ist. Aber ich denke, Künstler wie Fritz Ascher oder Philosophen wie Ernst Bloch,
tragen die Fackel des Expressionismus weiter. Wurde er denn häufig auch aufgeführt, zum Beispiel in Berlin? Ja, also da gab es, ich habe gerade die erwähnt, zum 100. Todestag in der Krolloper, das war die Oper der Weimarer Republik, ja, die von den Nazis schon in ihrer Existenz oder während der kurzen Jahre ihrer Existenz bekämpft wurde. Ja, dort gab es viele Uraufführungen, viele neue Musik, und Klemperer, der Chefdirigent der Krolloper, hatte sich zum Ziel gesetzt, entweder neue Musik aufzuführen oder wenn alte Musik, ja, dann klassische Musik, dann in neuem Gewand. Und die Fidelio-Aufführung 1927 in der Krolloper war legendär, weil das Bühnenbild ja Bauhaus inspiriert war, sage ich mal, sehr karg war und eben dem Geist der neuen Sachlichkeit entsprach. Und das hat man als Schändung von Beethoven empfunden. Ja. Also da ist es sehr ambivalent, ne? Aber er wird eben auch mit der erstarkenden Linken, also findet Beethoven eine neue Deutung, wenn man so will, und auch eine zweite Deutung, während, wenn ich jetzt auf Fritz Ascher ganz kurz zu sprechen komme, dann hat ihn mehr das Visionäre an Beethoven gereizt. Also man merkt es auch in dem kleinen Gedicht, was er geschrieben hat. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Wo haben wir es denn? Ich habe es mir irgendwo mal notiert. Ich kann das doch jetzt raufsuchen. Ne? Ja. Wo haben wir es? Ja. Also Quell, du getönter Ewigkeiten, Aufrauschen deiner Seele, Seiten aus Tiefen, wo die Sinne stammen. Also dieses aus dem Unterbewusstsein was rausheben, ja, was fühlen und rauslassen. Das ist ja ein sehr expressionistischer Gedanke, den finden wir auch bei Schönberg in der Zeit. Und das ist vielleicht so, was ihn an Beethoven ja auch wieder aus dem Dunkeln, aus der Tiefe zum Licht, nicht? Das ist etwas in eine neue Geistigkeit. Das ist, glaube ich, das wird ihn interessiert haben. Das ist das Spannende, und man sieht es ja auch an der Übermalung. Wir haben, also man kann es wieder anders sagen, auch noch die Verbindung des Individuums mit dem Kosmos. Das ist für Beethoven wichtig. Deswegen habe ich das Buch ja auch, mein Buch, Akkord der Welt genannt, weil es um solche Verbindungen geht. Und wenn man jetzt diese Augen sieht, dann hat man das Individuelle, ja, den Menschen, und dann sprüht er ja diese Punkte, das sind ja Geistesblitze, so könnte man sagen, sprüht etwas, nicht? Und es löst gleichzeitig die Form auf. Und dann hat es ja auch hier getönte Ewigkeiten. Es hat ja diese Vernetzung, das geht ja, sprengt ja praktisch den Rahmen. Ja, und das erinnert mich so an malerische Techniken, die wir auch bei Claude Monet kennen, bei den Seerosenbildern, die ja auch über den Rahmen hinauswachsen. Ja, sowas nicht mehr klassisch sind eigentlich. Ne? Also das ist ja auch schon Avantgarde bei Claude Monet, auch wenn man vielleicht daran nicht denken mag. Ja. Und die Technik des Übermalens ist eigentlich auch spektakulär. Ich bin kein Kunsthistoriker, interessiere mich für Kunstgeschichte natürlich, aber ich bin kein Kunsthistoriker, und ich kenne das eigentlich als Prinzip nur bei Arnold Freiner, dem Wiener Maler, der die Technik des Übermalens, des Transzendierens ja zum Prinzip erhoben hat, zu seinem Forschungsthema, wenn man es mal so sagen will. Ja, ich meine, bei Ascher war das natürlich sehr situationsbedingt. Also er hat das Bild, das monumentale Beethoven-Porträt 1924 gemalt und ist dann 1945, nachdem er für 12 Jahre lang vor den Nazis geflohen war und nicht malen konnte, also nicht bildnerisch arbeiten konnte und sich auf Gedichte verlegt hat, hat er das Bild sich nochmal vorgenommen und eben diese Struktur mit kurzen Punkten und kurzen Strichen sehr, sehr farbenfroh und expressiv über dieses Bild und noch eine Handvoll anderer seiner frühen Arbeiten gelegt, bevor er sich dann völlig vom Figürlichen abgewendet hat und zur Landschaft hin. Und insofern, ja, das, da hast du auf jeden Fall recht, diese Punktstruktur kann man auch in Relation natürlich zu Beethoven und zu seiner
vielleicht auch Rezeption oder seinem Verständnis von Beethoven irgendwie zurechnen. Das sehe ich auf jeden Fall. Ja, ich habe ja eben noch mal in deinem Katalog geblättert zu Fritz Ascher und da fielen mir auch viele rhythmische Bilder auf, diese rhythmische Kraft. Auch sind oft sehr kräftige, muskulöse Körper, die da sind, nicht naturalistisch, aber eben so im abstrakten Sinne kräftig. Und das ist etwas, was auch sehr zu Beethoven passt. Mhm. Ja, also ich könnte mal ein Zitat vorlesen von einem Freund von Beethoven, von Weißenbach. Das war ein Mediziner, der mit Beethoven punktuell zusammengearbeitet hat. Der hat einen Kantatentext für Beethoven geschrieben. Und der hatte das gleiche Schicksal wie Beethoven, eben fast taub zu sein. Nicht ganz taub, fast taub. Mhm. Ja, und da gibt es ganz rührende Schilderungen, wie die Männer, die beiden Freunde, kann man sagen, im Gasthaus saßen und das ganze Gasthaus zusammengeschrieben haben, weil sie sich unterhalten wollten. Das war den Freunden nicht immer, weil Beethoven auch politisch schimpfte, gerade in der Metternich-Ära war das durchaus gefährlich. Und wenn er sich dann politisch, wenn er dann gegen Metternich was sagte oder gegen den Polizeistaat, das war schon manchmal beängstigend dann für die anderen Anwesenden. Nicht? Denn die Spitzel saßen ja überall. Ja, ich habe mal... Also du kannst es ja schneiden, wenn es zu lang wird. Ich lese mal so ein bisschen vor. Also in der Sprache ist eine sehr kräftige Sprache, finde ich auch, von Weißenbach. Also es gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Töne gehen aus ihm heraus, aus Beethoven, ohne dass sie eher in ihn hineingehen müssten. Da haben wir aus der Tiefe der Seele. Ich fange nochmal an. Die Töne gehen aus ihm heraus, ohne dass sie eher in ihn hineingehen müssten. Wie die höchste Fülle von Zeugungskraft dem geschlechtslosen Tiere gegeben ist, das aus jeder Stelle seines Leibes unablässig sich selbst heraustreibt und immerfort neu gebärt, weswegen die Naturforscher mit Recht sagen, sie seien nichts anderes als nur Geschlechtsorgane. So kann von diesem Meister der Tonkunst das gesagt werden, er sei nur so sehr Tonsinn, dass er des Gehörsinnes wohl entbehren kann. Ohne Unterlass gebärt er sich selbst, treibt die Gebilde hervor, die er nicht nur durch das Hörorgan, sondern von Gott empfängt. Bedeutsam ist es jedoch, dass er vor der Erkrankung unübertrefflich zart und feinhörig war. Ich springe jetzt mal. Sein Charakter entspricht ganz der Herrlichkeit seines Talents. Nie ist mir in meinem Leben ein kindlicheres Gemüt in Gesellschaft von so kräftigem und trotzigem Willen begegnet. Wäre es ihm auch sonst nichts von dem Himmelreich zugefallen, als dies Herz, er wäre schon dadurch einer, von dem gar viele aufstehen und sich verneigen müssten und so weiter. Also ich finde das sehr, sehr originell gesagt und da, man merkt auch nichts, das ist auch nicht Geniekult, das ist einfach jemand, der im Senat war, würde ich sagen. Ne? Ja. Und dieses aus sich heraustreiben, das ist so, ich finde das unglaublich plastisch gesagt, also ich habe es versucht, anders zu sagen, aber nicht so schön wie er. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich schönes, auch vielleicht auch ein schönes abschließendes Wort.